Servus Matthias. Hallo Henry. Schön, dass ich da bin. Ja, das sehe ich auch so. Und dass wir zusammen den Wein verkosten können. Wie wir da schon haben, Gesteine, Feuerstein oder Flint, wie man auch schon sagt. Und das war quasi auch der Namensgeber oder mit auch ein Namensgeber zu diesem Wein, den Sauvignon Flint, den wir zusammen verkosten werden. Weil uns doch auch immer wichtig ist, vor allem bei Sauvignon auch, dass man zusätzlich zu den fruchtigen Komponenten, was ein Sauvignon natürlich immer mit sich bringt, eine gewisse Mineralität, eine gewisse Finesse mit hineinbringen. Und dadurch haben wir auch den Namen gewählt. Wir haben keine klassische Lagenbezeichnungen bei unseren Weinen. Wir wollten bei unseren Zusatzbezeichnungen immer wieder einen kleinen Hinweis auf die Gesteinsformationen, auf den Boden in der Region, in unseren Weinbergen mitgeben. Und in diesem Fall auch den Hinweis auf die mineralische Note, auch unter anderem zusätzlich zu den würzigen, zu den fruchtigen Komponenten in dem Wein. Also Steine, Gestein, Boden spiegelt die Herkunft wieder. Man weiß, das kommt von da. Genau. Das ist uns doch auch sehr wichtig, auch von der Ausbauart, von der Diversität von Wein. Wir wollen typisch steirisch bleiben, wir wollen die Finesse in den Wein bringen, was die Steiermark ja auf alle Fälle prägt und mit dem die Steiermark ja auch groß geworden ist. Und das wollen wir auf keinen Fall vergessen und immer wieder den Kunden, den Weintrinker auch vermitteln. Ja, wir wissen ja, die Rebe ist ein Tiefwurzler, genau. Auf der Suche nach Mineralien und Nährstoffen nimmt es das mit hinauf in den Stock und das soll man da spüren. Das soll man auf alle Fälle, unter anderem soll Schmeckt. Das auch mittransportiert werden, ja. Dann kosten wir mal, oder? Ja. Okay. Sehr gerne. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Danke für die Einladung. Es ist natürlich immer eine Herausforderung, gerade bei Sauvignon, zu den typischen primär fruchtigen Komponenten, diese Mineralität, den Boden auch hineinzubringen. Aber genau das gilt es. Vom Weinbauer immer wieder, dass er das schafft, seine Lagen, seine Böden kennt. Und das ist immer wieder aufs Neue wichtig oder eine Herausforderung, dass man das schafft. Ja. Er hatte ja ein wunderbares Bouquet. Ja. Also wenn ich das so rein rieche. Bin natürlich jetzt auch neugierig auf deine Empfindungen. Ja, wirklich ein wunderschönes Bouquet. Auf der einen Seite das Florale, auf der anderen Seite ein bisschen so grasig, Paprika, ganz typisch halt für diesen Sauvignon. Am Gaumen habe ich am Gaumen gibt es so eine Quintessenz von frischer Frucht. Auch wieder so Stachelbeeren-Paprikanoten. Vor allem diese schönen Zitrusnoten, das gibt Struktur. Genau. Und ich bin also wirklich ganz positiv überrascht. 2014, wunderbarer Jahrgang, klassisch. Der fährt an, richtig schön, nicht breit, genau. Nicht ausladend, sondern fokussiert auf das, was es sein sollte, nämlich die Sorte Sauvignon Blanc widerspiegelt. Und das ist alles wunderbar klassisch steirisch. Das Steirische schmeckt man da. Hier auch diese feine, rauchige, mineralische Note. Das Mineralische ist ja diese Würze. Genau. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Es freut mich auch, dass du das siehst und angesprochen hast, dass es straff bleibt, dass es nicht zu breit wird, weil das ist uns in unseren Weinen schon sehr wichtig, dass es Finesse hat, dass es Länge hat und dass es trotzdem auch harmonisch bleibt und einen schönen Trinkfluss auch hat. Ja, ja, die Animation von da, die Trinkfreude ist, der Trinkspaß ist auf jeden Fall da. Ja, genau. Und ich kann mir den auch als wunderbaren Solisten vorstellen. Dass man also nur den Wein trinkt.
Auf der anderen Seite glänzt er sicher auch mit, als großartiger Speisenbegleiter, Fische, würzige. Ja, wir haben das auch beim Etikett angeführt, weil es doch immer wieder sehr gut angenommen wird und der Weintrinker auch interessiert ist, zu was der Wein auch passt. Und unter anderem sind wir der Meinung, dass der Wein sehr gut eben zu würzigen Speisen mit fruchtigen Komponenten passt, aber auch zu Fisch, zu Schalentiere, natürlich auch jahrgangsbedingt oder jahreszeitenbedingt, was man immer zur Verfügung hat. Aber der Wein ist auf alle Fälle sehr vielseitig einsetzbar. Ja. Ja. Und vor allem, was mir an dem Wein sehr gut gefällt, ist das, es gibt ja auf der Welt nur ganz wenige Weinbaugebiete, die ganz großartige Sauvignons machen. Es ist zum einen in Europa, sage ich einmal, die Loire, und zwar nur da bei Saint-Cyr und Pays-sur-Loire, die machen also fantastische Sauvignon Blancs, und die Steiermark, die zwar sehe ich auf Augenhöhe, dann gibt es in Neuseeland auch diese wunderbaren Sauvignons, die also davon leben, dass sie von den Franzosen viel abgeschaut haben. Die Steiermark ist eigenständig, macht Weltklasse Sauvignons, und ich darf das sagen, ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, mit Abstrichen Chile oder Südafrika, und sie fangen jetzt überall an, Sauvignons anzubauen, und da ist da was sehr, sehr Gutes gelungen, muss ich sagen. Das spiegelt also, dieses ist ein Spiegelbild dieses Weinbaulandes Steiermark. Danke, freut mich. So. Ich muss da jetzt nochmal kosten. Das ist ein hemmungsloses Trinkvergnügen. Sehr zum Wohl. Prost.